Güte, Sie haben da einen kranken Dinosaurier. Zeit, ihn zu behandeln. Sonst tragen Sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Es ist eine ganze Zeit lang her, dass wir die letzte Folge tatsächlich gedreht haben. Und ja, wir drehen jetzt das hier. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Vorproduzieren, um ein bisschen mehr Zeit für die Schule und sowas zu haben. Auch wenn wir jetzt gerade Ferien haben, aber egal. Ja, ich meine nach den Ferien dann für die Schule und auch ein bisschen mehr Freizeit generell für mich. Ja. Und deswegen mache ich das auch gerade. Ja, und was wir heute machen, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, was wir jetzt als erstes machen. Kranken Dinosaurier behandeln. Hey, haben wir überhaupt noch, haben wir eine Ranger-Station? Klopf, klopf. Nein, wir dürfen erst mal bauen. Juhu. Betriebsgebäude, Ranger Station. Jo, wir müssen jetzt kurz darauf warten und danach können wir eine Runde durch den Park fahren. Und das, was ich heute auch noch machen möchte, ich möchte diesen Keratosaurus umsiedeln in ein neues Gehege. Das sind diese zwei Aufgaben, die wir heute in der Folge machen werden, definitiv. Jo, und deswegen fange ich jetzt schon mal mit dem Terraforming an. Terra. Und... Dinosaurier infizieren sich in regelmäßigen Abständen mit Krankheiten, die ihre Gesundheit gefährden können. Rufen Sie mit M die Karte auf, um kranke Dinosaurierausbrüche schnell feststellen zu können. Wählen Sie mit R ein Team der Rangerstation aus, um erkrankte Dinosaurier manuell zu behandeln oder geben Sie einen Behandlungsauftrag. Ranger bringen Dinosaurier-Medikamente, die sie ihnen mittels Betäubungsgewehren von ihren Fahrzeugen aus verabreichen. So, gut, dann ist jetzt das Ranger-Team auch fertig. Kranke Dinos stellen eine potenzielle Gefahr für andere Dinos dar. Sie erhöhen das Risiko in den Einrichtungen. Einverstanden. Kommt auf die Liste. Nachschub ist unterwegs. Füge Aufgabe hinzu. So. In der Zeit schicken wir dann nochmal das Expeditionsteam los. Immer mal nachgucken. Ob es irgendwas Interessantes gibt. Genau, ich wollte nochmal in die Forschungsabteilung schlüpfen. Medizin. Ja, das muss definitiv gemacht werden.
So. So, und in der Zeit mache ich hier mal mein neues Gehege schon mal startbereit. Wie heißt das so schön? Willkommen im Jurassic Park. Nicht Jurassic Park. Falscher Film. Willkommen in Jurassic World. Freunde, habt ihr schon mal was vom Behandeln gehört? Dankeschön, Ranger. Sie müssen sich um Ihre Dinos kümmern. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Alles muss man selber machen. Was macht man mit dir? Moin, Servus. Danke, dass du auch endlich mal da auftauchst, wo du hin sollst. So. Zäune. So, gut, dass wir das jetzt auch hier gemacht haben. Ein bisschen Landschaftsgestaltung noch. Water ist da. So. Fehlt dem Gebäudetrakt jetzt noch Strom? Nein, das ist super. Dann muss hier nur noch die Befütterungsanlage rein. Eins. Wir gehen auf Dino-Jagd. Freunde. Vielleicht noch mit langen Dinosaurier, ich muss das mal einen abschießen. Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zurückzubringen. Nein, wirklich? Wie kommst du auf die Idee? Verstanden. Bestätigt. Nein. Was? Ich muss das Transportteam rufen. Wir sind auf die Idee gekommen. Ich habe da wirklich absolut gar keine Ahnung, wie der auf die Idee gekommen ist. Dass ich dafür ein Transportteam brauche. Produkt wird eingesammelt. So.
der Zwischenzeit kann ich mal ein bisschen Gehegegestaltung machen. Yep, das wollen wir loswerden. So, dann machen wir jetzt hier einen tollen neuen Zaun hin. So, dann müsste ich hier noch mal ein bisschen was rumreißen. Und das Ganze ersetzen durch... Nein. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Genau, durch das da. So, nur noch mal schnell ins Fossilienzentrum. Wir können auch direkt mal 2-3 neue Dinosaurier züchten. So, ich brüte die da jetzt noch da aus, aber das, was ich jetzt... Ne, das machen wir in der nächsten Folge. Aber ich würde jetzt nochmal kurz hier oben auf die Karten gucken. Ein Triceratops. Das sieht doch gut aus. Fühlst du dich wohl? Ja, du fühlst dich wohl. Das ist auch super. Nochmal kurz ins Expeditionszentrum gehen, eventuell nochmal eine Runde Hubschrauber fliegen irgendwo hin. Dracorex, ui, ja, fliegt da nochmal. Ja. So, wir schauen jetzt nochmal bei unserem großen Dickerchen vorbei. Danke Leute, dass ihr auch wieder bei dieser Folge dabei wart. Anscheinend geht's Johnny recht gut. Damit würde ich sagen, ciao Leute, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier findet, ob es Verbesserungsvorschläge gibt oder auch nicht. Wenn ihr einen Dino haben wollt, dann schreibt das mir auch in die Kommentare. Ist super wichtig für mich. Damit würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Cheerio, ciao, ciao.